made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Inazuma 11 2 Feuersturm hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, im letzten Part haben wir jetzt noch ein paar kleine Spielchen betrieben. Wir haben jetzt eigentlich vor, nach Hokkaido aufzubrechen, doch zuallererst wenn wir beim Flussufer noch eine Kleinigkeit erledigen müssen. Was für eine, das seht ihr dann gleich. Also ich habe jetzt eigentlich alles andere geschlossen und trotzdem laggt er wieder wie Sau. Okay, jetzt haben wir wieder mal ganz neue Spieler. Komisch. Ich dachte, wir hätten schon... egal. Okay. Wir dafür auch Legion wieder ein bisschen... wir haben ja einen neuen Spieler. Legion. Oh, das ist perfekt. Wenn er da reinschießen kann, da kann er gar nichts machen, der Torwart. Da, völlig unmöglich. Den kann er nicht halten. Weiter so, Raimon! Wo ich jetzt schon direkt in seine Richtung geschossen hätte, das war nicht mehr gut. Das war gar nicht gut. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir kommen wieder jede Menge Teamgeist-Punkte, also ein paar Teamgeist-Punkte. Das ist gut, weil die brauchen wir eh, wenn wir neue Spiele anwerben wollen. Boah, ich frag mich, warum das jetzt wieder so oft laggen muss. Ich habe doch alles andere geschlossen. Womöglich ist mein Laptop wieder ein bisschen überstrapaziert gerade. Peeps, Prince, Ring. Und die Doppelpässe, meinetwegen. Namen sind schon drauf, wie sie immer so schön heißen. Okay, Sharp, schießt mal wieder einen fetten Volley rein. Und bam! Möge er reingehen. Und das tut er auch. Nice! Tolles Tor! Und wie? Okay. So viel dazu. Sharp steht kurz vor dem Level Up. Das werden wir dann eh wieder erreichen, weil wir aber noch ein kleines Freundschaftsspielchen betreiben gegen... Ja! Gegen Maddie und die Inazuma Kids. Oh Mann, wir müssen ein Freundschaftsspiel gegen die Inazuma Kids spielen. Na dann los! Du wirst schon sehen, dass wir nur mehr als ein Haufen Babys sind. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ach egal. Im Flussufer. In Animes sind diese Mädels ja eigentlich gar nicht stark, aber... Also diese Mädels, diese Kiddies gar nicht so stark, aber... Hier beim Spiel... beim ersten Teil, beim zweiten Teil, da haben sie schon ein bisschen was drauf. Weil ich meine, Maddie hatte ja in Anime nicht den Schusstechnik Kometenball drauf. Oder hat sie das vielleicht bei einer späteren Staffel, weil ich kenne das Spiel nur ungefähr bis zur zweiten Staffel, also die Serie. Dritte und Inazuma Eleven Go habe ich ja nicht geguckt und ich glaube, dass ihr das jetzt auch nicht auf YouTube gucken werdet mit El Shadow Cat. Selbstverständlich, euch Typen, können wir jederzeit besiegen. Jetzt habe ich den ersten Text nicht gelesen, aber ihr habt es eh gelesen, während ich gerade gequatscht habe. Okay, Rayman vs. Inazuma Kids FC. Okay, dann wollen wir mal. Ja, die Aufstellung lassen wir so, wie sie ist. Jetzt gucken wir mal, was die Inazuma Kids so haben. Okay, Druckschlag. Hat der drauf? Müller, Klaus, Temposport, ja? So, manche haben ja Techniken, aber Verteidigungstechnik komischerweise nicht. Der kleine Knirps hat Härteblock. Der Digge. Spiralschuss, ja, okay. Ich Leute. Verzeihung. Also, gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Also wenn, dann ist sie eher die Schussstarke unter dem Team. Aber der hat einen besseren Schuss drauf, der Junge. Okay, gut. So, dann starten wir mal Inazuma Cats FC. Und los! Zum Talisman, zu Eric und nach hinten warte ich eigentlich, aber nein. Muss ich mich gegen den Kleinen nicht durchsetzen? Und das schaffe ich. Nice. Okay. Jetzt nochmal hier hin. Kevin. Oder zu Sharp. Ja, das geht gut. Und jetzt noch schnell nach vorne und schießen. Ja, passen ist jetzt zu spät. Okay, Zeit für einen Kombi-Schuss. Oh Mann, der hat schon über 100 TP. Was geht denn hier ab? Das merke ich auch erst jetzt. Wahnsinn, wenn er so viele TP bekommt. Echter Hammer. Aber Kombi-Schuss bringt auch ganz schön viel TP. Okay, ja. Jetzt mal den Rückschlag! Bringt dir nichts. Tor! Tolles Tor! Ja, tolles Tor.
was leider ein bisschen leidig dargestellt hat. Ich musste einfach treffen. Ja, ja, das muss der erste und nicht der Schuss sein, den du jemals abgegeben hast. Der quatscht genauso blöd wie im ersten Teil. Warte, Großmaul. So, jetzt kommt mal wieder Sharp und hält den kleinen Kerl auf. Armer kleiner Bursche. So, dann haben wir noch, ja, Talisman. Und jetzt noch zu Kevin. Ah, das war jetzt abseits. Oh, nein, doch nicht. Ich habe doch hinter die Verteidiger geschossen. Wann ist denn eigentlich abseits? Ich kenne mich ja nicht so gut beim Fußball auf, Leute. Aus, sorry, Leute. Das war jetzt ein Mistake. Ich wollte eigentlich ins Tor schießen. Warum hat er nicht ins Tor gezielt? Bin anscheinend ein bisschen zu... Bin anscheinend an der falschen Stelle gewesen. Ach nee, Tempospurt. Der kleine Kerl überruppelt Kevin. Mahlzeit. Na schön. Tori? Rätschen. Ich glaube, der Turm wäre unnötig bei ihm. Okay, hierher. So, Sharp. So. Oh, Lection. Lection will ihn haben. Und noch Eric. So, und der... Durchsetzen, aber schnell. Yeah. Und zu Kevin gepasst. Und der kann jetzt mal wieder seinen Dragon Ball zeigen. Ja, ich... passen bringt nichts. Dragon Ball! Und rein mit dem Leder ins Netz. Diesmal krieg ich ihn und Druckschlag! Nein! Sorry, Kleiner, den packst du nicht. Tolles Tor! Und wie? Hahaha. Habt ihr das gesehen? Was für ein Schuss? Okay. Ah, ja. Ah, entschuldigt, Leute. Entschuldigt, Leute. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen müde jetzt gerade. Okay. Aber jetzt wieder Eric. Jetzt sind wir aber in der heißen Phase. Ja klar, Tempospurt. Jetzt muss er auch noch den Namen Eric down kriegen. So. Defensivstreich. Ja. Bam. Und der Schiri pfeift. Oh, nein, der pfeift gar nicht. Alter, das ging gerade nochmal gut. Ey! Was soll das denn jetzt? Okay, setze ich mich gegen Maddie durch. Das gelingt mir gar nicht, die Kleine hat's drauf. Aber die hat auch gefoult. Na gut. Dann zu Nathan. Und jetzt noch zu Tori. Und. Ja, Talisman wollte ich eigentlich. Talisman, bitte. Aus dem Weg, Digga. Talisman. Und jetzt noch. Mann, ich klicke immer in dem Moment und in dem Moment müssen sie mich erwischen. Hä? Der hat einen Foul? Der hat ihn doch gar nicht verletzt oder so. Also irgendwas ist da faul. So. Okay, zu Kevin. Jetzt kann er wieder in Dragon Ball reindonnern. Und los! Dragon Ball! Ha, das kriegt er hin. Das ist schon das zweite Tor für ihn. Ach komm, Kleiner. Der Druckschlag nützt dir nichts und trotzdem willst du da wieder deine TP ohne dich verbraten. Lass ihn einfach rein. So. Tor! Tolles Tor! Oh yeah. Überspringen, überspringen. Das gesehen, was für ein Schuss. So, ich denke, wir sollten nicht mehr allzu viel Zeit verplempern mit dem Versuch, ein weiteres Tor zu schießen, weil die... das Spiel ist fast vorbei, wir haben 3:0. Ja, da kriegt den Ball noch mal der Lappen. Gewonnen! Oh, wir haben verloren, die Typen sind einfach zu gut! Ich weiß, es wird mal gegen das Team meiner Mama spielen, sie will... Ich will dir eure Grenze aufzeigen! Sie sind bei den Plätzen im Einkaufsviertel, geht dort und spricht mit ihnen! Nochmal gegen uns antreten möchte, sprich einfach mit Herrn wieder an! Bis später, Mark! Bis später, Maddie! Ja, ein bisschen... Teamgeist, Elan und Erfahrung. Da bekommen wieder einige ein gutes Level ab. Vor allem Tori. Die kann jetzt wirklich gut mit den anderen mithalten. Nice. Na schön. Das sieht doch ganz gut aus bisher. Bei meiner Mannschaft. So. Aber jetzt auf nach Hokkaido. Jetzt lasse ich mich durch nichts mehr aufhalten. Erstmal zur Karte.
Ja, denn das Einkaufsviertel kommt erst später dran. Zuerstmals auf nach Hokkaido. In die Innenstadt hinein. Und da fährt der Bus wieder los. Als Tempo. Und da hält er auch schon an. Alles aufgewacht! Wir sind gerade in Hokkaido angekommen! Super! Jetzt ist draußen ist! Los, mag nicht zu lahm! Hey, warte auf mich! Oh Mann. Der hat ja voll den Verschleiß mit ihm. Also dafür, dass er die Tochter des Premierministers ist, mangelt es ja wirklich an guten Manieren. Aber immerhin ist die Stimmung im Bus ihretwegen ein wenig besser geworden. Hey Mädels, wo fahrt ihr hier? Auf geht's! Schon gut, wir kommen ja schon. Okay. Das ist Hokkaido. Richtig winterlich. Schon fast weihnachtliche Stimmung hier. Obwohl Weihnachten ist ja schon lange bei uns vorbei, weil wir haben ja schon... Wir haben das schon ein paar Monate hinter uns gelassen. Es wird dann bald der Frühling kommen. Also habe ich das nicht gelesen, egal. Unglaublich, so viel Schnee habe ich noch nie im Leben gesehen. Wie hübsch. Ist das kalt? Ich muss mal. Die Jungspunde ist halt noch voller Elan. Nach der langen Fahrt muss ich erstmal ein Nickerchen machen. Alles klar, hört mal Halle her. Die Alpine High befindet sich hinter der Nordhang. Der ist immer vollkommen schneebedeckt. Der Weg dahin ist ziemlich weit. Darum sollten wir erstmal eine Zwischenstation anlegen. Oh, ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Warten Sie, Herr Veteran. Ich gebe Ihnen einen berühmten Nackenmassagen. So, das wird das gemacht. Ah, vielen Dank. Das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Toll, endlich machen wir eine Pause. Ja, machen wir eine Schneeballschlacht. Hey, ihr seid nicht zum Rumalbern hier. Nimm den. Nein, nimm du den. Die erste. Daneben. Nee. Mark, was denkst du, wie weit es von hier noch bis zur Alpine Junior High ist? Wir sollten uns gut vorbereiten, bevor wir uns auf den Weg dorthin machen. Alles klar, schauen wir uns ein wenig um. Mach dich bereit, zur Alpine Junior High zu gehen. Boah, aber wie das leckt hier. Oh, der Hund ist gar nicht freundlich. Jetzt bekommen wir 320 Elan-Punkte, das finde ich nice. Oh Mann, oh, das leckt, das ist nicht schön. Ich kann auf der anderen Seite der Brücke ein fremdes... Warte, was? Fremdes Mädchen sehen. Ein fremdes Mädchen? Okay, bekommen wir wieder ein E erhalten. Haben wir wieder ein E erhalten. Wer ist das denn? Ist mir kalt, ich will ins Café, Mann. Was heißt es zu trinken? Können wir das Café betreten? Ich glaube, das ist sogar Spezialfähigkeitenladen. Hoffentlich kann ich da was kaufen. Ein bisschen shoppen. Sie bekommen wir eine Menge nützlicher Spezialtingen Angebot. Das gibt's doch nicht. Noch nicht mal die Spitze. Was war das jetzt? Boah, wer hämmert denn da jetzt so laut rum? Alter. Oh, das gibt's ja nicht. Doch nicht mal die Spezialtingen werden hier angezeigt. Ganz toll. Was machen wir da bloß? Da klopft doch jemand die ganze Zeit hier. Okay, ich sollte etwas leiser sein da. Also entweder hämmert er jetzt die ganze Zeit hier, oder es ist ihm... Oder ich bin etwas zu laut. Entschuldigt. Ich muss etwas leiser sein. Ich hoffe, man kann mich trotzdem ein bisschen hören. Ich schätze mal, ich muss hier ein bisschen leiser stellen. So. Ah, Umblick, das war jetzt falsch. Ich muss ja leider den Mixer anstellen. Leute, ich muss hier mal kurz schneiden. Wir sehen uns. Bis gleich. Ja. Guten Morgen oder guten Abend. Beziehungsweise den nächsten Abend. Boah. Das darf ja nicht wahr sein. Ich glaube, am Samstag um Mitternacht aufzunehmen ist wohl nicht gerade empfehlenswert.
sagen wir es mal so. Aber ich habe eigentlich ganz normal gesprochen und trotzdem... Entweder ist es wirklich ein lärmempfindlicher Nachbar oder irgendjemand hat es gerade gehämmert und ich habe es verwechselt. Naja, ich war trotzdem sowieso müde und habe jetzt deswegen unterbrochen. Wir sind ja stehen geblieben hier, bei den Spezialangeboten. Und seht euch das an, es sind überhaupt keine Spezialtechnikangebot. Also ich hoffe doch sehr, dass es doch noch irgendwelche zu kaufen gibt, weil ich möchte schon, dass jeder meiner Teamkameraden eine Schusstechnik, eine Verteidigungstechnik, eine Trippeltechnik drauf hat. Guck mal da, der Hund steht total im Weg, da kommen wir nicht durch. Frost von meiner Schule geht oft zum Nordhang, um zu trainieren und geht dann nur alleine an so einen gefährlichen Ort. Tja, er hat halt Mumm. Verstehe, so funktioniert die Spezialtechnik also. Ja, wenn ich wüsste, ob es irgendwo eine Spezialtechnik gibt. Versuchen wir es nochmal. Da, nix. Nix zu kaufen. Das muss irgendein Bug von den ROM sein, weil... Und ich habe bisher noch kein Patch gefunden, womit ich das bessern könnte. Naja. Oh, da scheint irgendwas in Gang zu sein. Das ist Trainerin Lila. Lina. Lila, klar. Ist das nicht die Trainerin? Sie scheint mit jemandem zu telefonieren. Mit wem sie wohl gerade telefoniert? Es sieht so aus, als würde sie das Gespräch geheim halten. Ha, ich habe keine Zeit für geheimes Krimmereien. Was meint ihr? Können wir ihr überhaupt noch vertrauen, nachdem sie Axel aus dem Team geworfen hat? Naja, das war schon gemein von dir, aber... Aber was? Lass gut sein, Kevin. Egal, was wir sagen, damit bringen wir Axel auch nicht zurück. Und das gefällt dir doch, Sharp, oder nicht? Nein, das gefällt mir nicht, aber wir können jetzt nichts weiter für Axel tun. Kommt schon, ihr beiden, beruhigt euch wieder. Axel kommt auf jeden Fall zurück. Ich glaube fest an ihn. Ein Abschied nach dem Spiel hält schließlich auch nur bis zum nächsten Anstoß. Mark. Oh, mein Handy. Hallo? Oh, hallo, Herr Smith. Wie bitte? Die Alice Academy ist auf dem Weg nach Hokkaido? Alice kommt hierher? Ja, diese Information kommt direkt von Secret Service. Ein Irrtum ist also ausgeschlossen. Ihr und das Team seid immer noch auf dem Weg zu Alpine Junior High, nicht wahr? Ja, wir müssen noch den Nordhang überqueren. Dann sind wir aber schon da. Nordhang? Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, da gab es vor ein paar Jahren einen Vorfall. Einen Vorfall? Leider kann ich mich aber nicht mehr genau erinnern, was passiert ist. Wie dem auch sei, ihr solltet euch auf jeden Fall vor Lawinenhütten, wenn ihr da oben unterwegs seid. Ich melde mich wieder. Viel Erfolg. Danke, Herr Smith. Was meint ihr, ob die Alice Academy auch wegen Frost kommt? Das werden wir dann herausfinden. Mark, wir sollen die anderen warnen. Machen wir uns bereit und gehen zurück zum Bus. Alles klar, Herr Veteran. Holt sich immer noch in der Stadt aus. Wir sind erst nach ihm suchen. So, sprich mit Veteran, um weiterzufahren. Gut. Erstmal guckt man sich ein bisschen um und... Pff, Gott, ist das scheiße. Das ist auch nicht, was ich dagegen tun sollte. Aber wenigstens das Lagen ist schon wieder ein bisschen weniger, scheint so jedenfalls, aber das kann sich mit der Zeit wieder ändern. Die russische Suppe ist köstlich. Mahlzeit. Ich liebe es, diese quatschige russische... Das Ganze. Das ganze russische Essen zu probieren. Mahlzeit. Also hier ist anscheinend ein Itemladen. Herzlich willkommen im Gehmarkt, den kleinen feinen Laden. Okay, wie kann ich euch helfen? Kaufen. Irgendwelche Geheimdingenskirchen? Oh Gott, ist das scheiße. Da weiß man echt nicht, wofür das sein soll. Gibt's denn noch nicht mal Schuhe zu kaufen? Ich glaube nicht. Nee. Danke, nein, nix. So, hier scheint es uns nichts zu geben. Gut. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen zu laggen.
Ich wusste es ja, das hält nicht ewig. Aber jetzt können wir erstmal uns im Westen umgucken. Da geht's auch noch an, oder? Nein. Holen wir uns erstmal was aus der Kiste. Ein bla bla bla. So. Wir müssen eigentlich bald auch mal Gegner auftauchen. Weil normalerweise ist das jetzt. Es müsste das eigentlich der Fall sein bei solchen neuen Orten. Oder vielleicht gibt es noch keine Spieler. Vielleicht weil die Alice Academy noch nicht hier war. Ah, da ist eh schon Herr Veteran. Aber wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Oh mein Gott, das wird jetzt wieder schlimmer. Ich weiß nicht, was wieder los ist. Vielleicht ist wirklich mein Laptop zu schwach. Oder, und ich dachte schon, es kommt keiner mehr. Die Eisbrecher. Ich habe schon gedacht, Eisbrecher. Zum Beispiel sehen wieder mal ganz komisch aus. Okay, ab geht's. Lekchen, jetzt kannst du wieder zeigen, was du drauf hast. Ja, du darfst sogar ein Tor schießen, obwohl du Verteidiger bist. Das ist keine schlechte Schusstechnik. Okay. Volley, los! Gebash! Voller geiler Rückfallzieher und direkt rein! Weiter so, Raimund! Yeah, Lekchen, rock das Haus! Nice. Und ein neuer Level für Eric. Ich habe schon wirklich gut getan, diesen Spieler anzuwerben. Na schön, dann gehen wir erstmal zu Herrn Veteran, so leckig, wie es hier nur geht. Verstehe, also ist die Alice Academy nach Hokkaido unterwegs. Wenn das so ist, dürfen wir keine Zeit mehr vergeuden. Wir müssen sofort zu Alba und Shinohai aufbrechen. Das ist dann wohl mein Job, würde ich sagen. Aber wir müssen wohl durch Haufen Schnee fahren, um über den Nordhang zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Bus es durch den ganzen Tiefschnee schaffen wird. Bringen Sie uns einfach so weit wie möglich. Oh, ich hoffe, wir müssen nicht noch einmal gegen Alice Academy antreten. Sie haben uns schon zweimal geschlagen, aber haben wir mit dem aktuellen Team überhaupt eine Chance gegen sie? Aber wenn zu Alpen Schnee High fahren, können wir den mal Eiswind kennenlernen. Das ist so aufregend. Genau. Vielleicht können wir sie besiegen, wenn Sean Frost bei uns mitspielt. Meint ihr, dass er so stark wie Axel ist? Kevin hält da nicht sehr viel davon. Ach. Mir egal, was alle denken. Axel ist unser Stürmer und niemand kann einfach so seinen Platz einnehmen. Ja, wenn man bedenkt, dass er sich früher für das Stürmer ausgehalten hat im ersten Teil und nicht begeistert war über Axel. Da hat jetzt eine ganz andere Einstellung über ihn, seit neuestem. Aber jeder Mensch kann sich nun mal ändern. So ist es nun mal. Wow, was für ein Schneesturm. Schau, ich hab Angst. Celia, keine Sorge. Ich hab auch Angst. Hey, runter von mir, du Rindenbaby. Ich frage mich, warum die Trainerin Sharp und Celia immer so anstarrt. Ey, Trainerin, haben Sie eigentlich Geschwister? Was? Geschwister? Ich? Wow. Das hat mich jetzt auch ein bisschen gerissen. Also irgendwas ist mit dem Bus nicht in Ordnung. Was war denn das gerade? Herr Veteran, was ist passiert? Verflixt und zugedeckt. Diese kleine Lawine hat die Reifen blockiert. So kann der Bus nicht weiterfahren. Was sollen wir nun machen? Bei den ganzen Schnee kommen wir jedenfalls mit dem Bus nicht weiter. Alles gehört mal daher. Sieht so aus, als müssten wir von hier aus laufen. Ernsthaft? Bei dem Wetter? Ich gehe da auf keinen Fall raus, da werden wir doch alle erfrieren. Nein, werden wir nicht. Vorher werden wir sich alle von Bären gefressen. Ich will nicht das aufgeregte Bären retten. Ich werde gehen. Captain! Alice, könntet ihr Alpern schöne Heil zerstören, wenn wir nicht schnell genug dorthin kommen? Wir dürfen nicht einfach tatenlos hier herumhocken. Mark. Hey, Mark, sieh dir das mal kurz an. Hä? Sieh doch. Sind das nicht Fußspuren dahinter im Schnee? Und so können das ja nicht sein. Vielleicht ist hier draußen ja jemand. Dieser jemand könnte uns vielleicht helfen, den schnellsten Weg durch den Schnee zu finden. Alles klar, ich werde diese Fußspuren folgen.
Ich werde dich begleiten. Ach, die beiden sind doch... Hoffentlich erwischen die Bären sie nicht. Ach komm. Du kannst jetzt zum Nordhang gehen. Na, dann machen wir das doch mal. Oder suche die Fußabdrücke am Nordhang. Dann gehen wir mal rein, nicht wahr? Entschuldigt, Leute. Kurzer Hustenanfall. Ich glaube, hier gibt es auch noch ein paar Schätze, aber ich glaube, wir werden jetzt nicht alle Schätze... Oh, das sind sogar zwei. Darf ich da durch? Danke. Ich hoffe, die Items bringen überhaupt was, wenn sie überhaupt doch nicht mal Namen haben. Okay, das sind Teamgeist-Punkte. So. Also hier sieht es ganz schön aus. Also hier sehe ich zuerst mal zwei Punkte auf der Karte. Ah, und Gegner, die sich auch hierher trauen. Die Schneeschmelzer. Wieder mal ganz komische Typen. Okay, und los geht das. Legchen. Setz mal deine Defensivtechnik ein. Defensivstreich. Ja, das war eine gute Idee, weil das... Was? KP 999? Ach so, erobern den Ball, aber 999? Ist das deren Ernst gewesen? Warte, F? Ui. Gott, das ist doch nicht zu fassen. Aber 999 KP, ich glaube, das war wirklich ein Fehler. Da muss wieder ein Bug gewesen sein. Das muss wieder ein Bug gewesen sein. Das kann auch möglich sein. Bei dem Level. Und schaut mal, wer da ist. Thomas Feld von der Brainwashing Junior High. Dann werden wir mal wieder ein Freundschaftsspiel starten. Und ich glaube, als Spieler zum Anwerben dachte ich da an Neil Turner zum Beispiel. Der ist ein cooler Spieler. Die Rayman 11, habt ihr Lust auf ein Freundschaftsspiel gegen die Brainwashing Junior High? Eure Grauen sollen funktionieren, also doch. Dann lasst uns anfangen. Ja, und wie? Ab geht dat! Ja, und wie wir auf einmal zu Brainwashing Junior High kommen, weiß ich auch nicht so schnell. Aber egal. Oh, die Rayman 11, ich freue mich, dass wir die Möglichkeit bekommen, noch einmal gegen euch anzutreten. Ja, lasst uns einfach nur Spaß haben. Diesmal keine faulen Tricks. Ja, wer wird denn gleich betrügen? Rayman vs. Brainwashing. Und los geht das. Wir haben ja ein paar neue Teammitglieder, wie zum Beispiel Legion und Talishman und natürlich Conwell. Sie alle können wieder zeigen, was sie drauf haben. Ja, ein bisschen geschwächt sind wir, aber nicht so allzu sehr. Wir haben auch nur deshalb weniger KP, weil es manche Level-Ups hatten. Ein paar Spieler sollten wir wirklich noch bekommen, besonders einen Ersatz für Willy. Wir sollten wirklich so einige neue Spieler wieder anwerben können. Conwell, yeah, der rockt auch natürlich. Talishman, Kevin. Okay, alles ist bereit. Die Aufstellung passt so? Ja, die müsste so passen. Okay, dann mal weiter. Und wer gibt es hier alles? Wie stark jetzt alle sind? Ui, Level 18. Und hier ist er natürlich. Neil Turner. Den hätte ich zu gerne mal als, den hätte ich zu gerne bei mir, aber er hier, Jonathan Zeller, hat auch ganz gute Werte. Telepathie. Vor allem, er hat auch wirklich Around-Talent, aber er ist auch eigentlich eher besser geeignet, oder? Ich vergleiche mal ganz schnell. Ich würde sagen, naja, obwohl der Levelunterschied, da ist kein Wunder, dass da jetzt so viel mehr wert sind. In Sachen Schusskopf wäre eher besser. Aber ich kann ja schon mehrere Spieler anwerben, so stark begrenzt bin ich deswegen nicht. Mittelfeldspieler wäre auch ganz gut. Der hier zum Beispiel hat es ganz drauf und drauf. Der ist auch nicht so schlecht. Ah, schwierig, schwierig. Ach, ich werde schon sehen, wenn ich alles noch nehmen werde. Die komplette Brainwashing. Donnerwetter. Thomas Feld ist auch wirklich ein großer Torwart, also den anzuwerben wir auch nicht schlecht. Okay, dann wollen wir mal. Und los! Schade nur, dass wir Mark allerhöchstens bei Spielen den Torwart wechseln können. Oder geht das auch nicht? So, Legion will den Ball. Okay, und jetzt Eric! Boah, das war knapp. So,
jetzt nach oben. Und zu... Oh je, das war abseits, oder? Ja, ich wusste es. Verdammt. So ein Fehler. Na schön. Kevin holt sich den... Nein, nicht der. Der ist zu schnell. Ah. Ja, jetzt hört auf. Mann, lasst uns doch den Ball... Ja, zwei. Stimme auf ihn zu. Okay, Tori hält erstmal den ab und Bobby schnappt sich den hier. Und landet auch gleich ein Foul. Ist er voll super, ey. Ist er nicht so, als... Ist er nicht so, als werde ich ständig mit Fouls bombardiert. Okay, Defensivstreich wird wahrscheinlich auch wieder ein Foul werden. Defensivstreich! Ja. Das ist doch echt nicht zu fassen. Drei Fouls hintereinander. Und ich habe noch nicht mal die Gelegenheit gehabt, mal zu schießen. Verdammt. Doppelter Defensivstreich. Und der hat Superscan auch noch eingesetzt. Defensivstreich plus 1. Bin mal gespannt. Wieder ein Foul, gell? Ach, warum denn? Darf ich einmal den Ball auch mal behalten? Ihr seid auch nicht ganz dicht. Okay, aber jetzt muss ich mich irgendwie durchsetzen. Komm schon, Tori, das schaffst du. Nein! Und natürlich bekommt er dafür keinen Foul. Na warte, die Mauer. Durchbrecher hätte er eingesetzt. Das hätte ihn aber auch einen Foul gebracht. Möglicherweise, weil Durchbrecher ist auch eine ganz gemeine Technik. Okay, jetzt aber muss ich nach vorn kommen und endlich schießen. Ich will nicht verlieren. Conwell stirbt nach vorne und passt zu Tori. Und Tori passt wieder zu Tillishman. Ach, verdammt. Okay, durchsetzt sich durch. Yeah, er kommt vorbei. Und komm, gib dem Ball an Conwell, der jetzt endlich seine neue Schusstechnik zeigen kann. Die Hyperhacke. Guck sich das an. Eine geile Technik. Ich glaube, die haben wir ja schon mal gesehen, aber trotzdem. Die Technik hat's drauf. Jetzt kommt sein Raketenschlag. Schafft er es, den Ball zu halten? Oder nicht? Doch, er schafft es. Verdammt, obwohl ich im Elementvorteil war. Und Tillishman schafft es nicht, den Ball abzunehmen. Verdammt. Nein, Kevin bleibt weg. Ach, Mann. Der rennt auch noch auf ihn zu. Den Torwart kann man nicht den Ball abnehmen. Das ist also eigentlich unmöglich, ihn den Ball abzunehmen. So, jetzt aber Sharp. Der müsste jetzt reinschießen können. Yeah. Kombi-Schuss. Gemeinsam mit Kevin. Also zwei Superstürmer. Die müssen noch den Ball reinhauen. Das ist wenigstens 1:0 wird. Ja, es wird 1. Bam. Nice. Tor! Weiter so, Raimund! Oh yeah. Geschafft. Ich muss einfach treffen. Nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht. Danke. Versuchen wir noch ein Tor zu schießen. Wir haben zwar eh schon hätten zwar schon gewonnen, aber dürfen jetzt nicht zulassen, dass wir einen Gegentreffer landen. Also, schnell, Tillishman. Sammelst du auch den Ball ein, bitteschön? Das gibt's ja nicht. Durchsetzen, Kevin. Bam, bam, bam. Weg da, du Lappen. Oh oh. Heiße Phase, schieß. Mann! Du solltest ja auch den Ball einsammeln, mein Lieber. Oh nee. Er schafft es tatsächlich, den Turm zu durchbrechen. Ey, man schlägt keine Mädchen, du. Kleiner Spaten. Verdammt. Defensivstreich, okay, komm. Oh je, jetzt schaffen sie es, durchzukommen. Das ist jetzt knapp. Eieiei, das wird knapp. Wir haben noch eine Abspielzeit. Okay, vielleicht sollte ich auch schnell die heiße Phase wechseln. Zur Sicherheit. Und ich werde gleich die magische Hand verwenden, die ist besser. Wow, so sieht also Telepathie aus. Nein, er macht keinen Handball, er lässt den Ball schweben. So, und jetzt... Magische Hand! Gehalten! Sieg, ich will den Sieg! Boah, das war knapp. Beinahe wäre es dann unentschieden gekommen. Also die Brainwashing hat ganz gut gespielt. Ja, wir haben verloren. Ihr habt uns erneut bewiesen, dass wir Spiele gegen euch nicht vorher berechnen können, Rayman 11. Ich erinnere mich daran, dass ein Schüler der Otaku, Junehai, immer vor dem Anime-Café herumlogert. Es ist ja der merkwürdigste, aber für ein Trainingsspiel sind sie immer zu haben. Geht einfach zum Anime-Café, der Einkaufszettel, dort kannst du sie finden.
Frage einfach einen Veteran, falls du nochmal gegen uns spielen möchtest. Organisiert ein Mensch für euch. Bis dann, Rayman 11. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ah, jetzt können wir es Einkaufszettel in Tokio gehen. Es geht auch nur über dieses Spiel. Und nur 49% Ballbesitz. Illusionsball beherrscht jetzt Eric. Das ist nice. Okay, sind jetzt etwas stärker geworden. Na schön, liebe Leute, im nächsten Part werden wir erfahren... Ach, zuerst noch ein kleines Spielchen für die Quote. Oh Mann, was sind das für Sparten? Egal, ich muss den Ball erobern. Hoffentlich ist nicht wie diese Bug enthalten, 999 KP. Nee, diesmal alles im Bruder. So, und... Grätsche, Grätsch! So, Schluss jetzt. Die Eiszeitigen, das war's jetzt mit denen. Die Eiszeit ist vorbei. So, aber jetzt, im nächsten Part werden wir nun erfahren... Also werden wir jetzt noch den Nordhang genauer untersuchen. Daumen hoch, wenn euch dieser Part trotz der Störung dazwischen gefallen hat. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Part. Da werden wir aber vorher noch ein Freundschaftsspiel gegen die Otaku Junior High austragen. Na, im nächsten Part. Wir werden zuerst noch den Nordhang untersuchen und bevor wir dann weitergehen, werden wir dann wieder so einige Freundschaftsspiele starten. Nach und nach. Also, seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush 40Freak89, ich bedanke mich fürs Gucken und sag wieder voller Stolz. Liebe Leute, auf Wiedersehen und tschüss!